habe Zeit. Ich auch. Schön. Danke Ihnen. So, das Bild ist unterschrieben. Wir sind startklar. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg. Es ist ein besonderes, deshalb haben wir heute hier neben Steffen Baumgart zwei Gäste. Ich begrüße Lionel Sug, Vorstandsvorsitzender der Rewe Group, und unseren Geschäftsführer Markus Rieck. Denn es geht um das Thema Nachhaltigkeit, Herr Sug. Warum macht Rewe an diesem Spieltag das Trikot frei für den NABU? Ich glaube, es ist ein bisschen eine schöne Gewohnheit, Tradition mit FC. Seit mehreren Jahren regelmäßig machen wir den Trikot frei für gute Gründe, gute Zwecke, die wir immer mit FC abstimmen. Es sind eher soziales Engagement, soziales Projekt. Wir haben für die Tafel gemacht, Inklusion mit Aktion Mensch, großer Partner der Rewe. Oder wir haben oft gegen Rassismus oder für Vielfalt solche Sachen gemacht. Und Nachhaltigkeit gehört auch klar Klima und Umwelt. Und eine der größten Herausforderungen, glaube ich, für uns global ist der Klimawandel. Und deshalb haben wir gesagt, mit FC zusammen ist ein wichtiges Thema. Und da wir jetzt mit NABU dieses Thema gemacht haben, haben wir gesagt, das können wir gerne kommunizieren. Ist vielleicht auch besser, auf ein Trikot was zu schreiben, als sich auf die Straße zu kleben. Dafür habe ich keine Zeit, keinen Bock und bin zu alt. Dankeschön für die einführenden Worte. Das war auf jeden Fall eindeutig. Markus, das Thema Nachhaltigkeit spielt auch beim FC eine große Rolle. Ja. Spielt im Fußball eine große Rolle, beim FC eine ganz besonders große Rolle, weil der Fußball eben nicht nur in einer Blase lebt, sondern weil wir uns unserer gesellschaftlichen Verantwortung mehr als bewusst sind und weil, wie Lionel es gerade sagte, das Thema Klimawandel ist für uns auch eines der wichtigsten oder das wichtigste Zukunftsthema. Also kann es für uns nicht nur immer nur um Punkte gehen. Das ist ganz wichtig und das ist der Zweck unseres Daseins, aber für uns ist das Thema Nachhaltigkeit ganz wichtig und das leben wir. Wir haben das Thema nicht nur in der DFL-Lizenzierung mit aufgenommen, was auch ein wichtiges Zeichen ist für den Fußball. Der 1. FC Köln arbeitet seit Jahren sehr intensiv daran. Wir sind ein klimaneutraler Verein. Wir haben jüngst auch dafür eine eigene Stelle geschaffen mit Fried Becker, der das Thema ausfüllt bei uns in einer Verantwortung. Das Thema ist nicht nur in allen Abteilungen ganz oben auf der To-Do-Liste. Und so leben wir dieses Thema Nachhaltigkeit, weil wir diese Verantwortung spüren, weil wir sie aber auch mit Lust leben wollen, weil wir sagen, Nachhaltigkeit geht nur über Teamarbeit und am Ende soll es Freude machen. Und wenn wir das so hinkriegen wie jetzt an einem Spieltag, dann macht es uns Freude, dann macht es Rewe Freude. Und wenn wir das dann noch verpacken mit einem guten Spielergebnis, dann umso mehr. Ja, nicht jeder kennt den NABU. Wie genau unterstützt der NABU Klimafonds das Thema Klimaschutz? Ja, wir arbeiten eng mit der NABU seit langer Zeit. Die sind oft gute Kritiker der Rewe, aber auch immer konstruktive Kritik und Ansporn, dass wir was besser machen. Wir haben damals entschieden, beispielsweise die Plastiktüte als erste Handelsfirma in Deutschland zu stoppen. Das waren 200 Millionen auf einmal und dann haben alle Konkurrenten mitgemacht, was auch positiv war. Und wir haben letztes Jahr gesagt, neben alle Projekte, die wir schon machen für den Klima, was wäre ganz stark, was könnte man machen? Und da sind viele Professionelle bei der NABU, die gesagt haben, was man machen könnte, sind Projekte in Deutschland und Europa, dass wir die Mooren wieder restaurieren, weil das sind die größten Speicher in der Welt für CO2. Und dafür brauchte man aber Geld. Und das haben wir dann entschieden, die Rewe, dass wir jetzt 25 Millionen da Spenden unterstützen. Und der erste Projekt wird ein Riesenmoor in Norddeutschland neben Cuxhaven, wo wir dieses Jahr 200 Hektar neu restaurieren werden. Und wie gesagt, für uns ist wichtig, nicht nur zu reden, sondern was wirksam zu machen. Mir ist lieber in Deutschland, in Europa, das hilft global, aber man kann auch prüfen, dass was passiert, weil manchmal gibt man Geld für irgendein Projekt in Südamerika und man weiß nicht, wie nachhaltig erhalten wird. Und hier weiß man, dass professionell das machen und deshalb unterstützen wir das, wie gesagt. Und wie gesagt, ich habe auch keinen Bock, mich nur aufzukleben auf eine Straße. Wir wollen das gezielt machen. Markus, du hast gerade schon angesprochen, das Teamwork, es ist nicht der erste Nachhaltigkeitsspieltag. Zum einen ist es aber auch nicht das erste Engagement gemeinsam mit Rewe. Vielleicht sagst du doch mal ein paar Takte sozusagen zu der Kooperation und wie wichtig das ist. Ihr erinnert euch wahrscheinlich besser als ich, weil ich erst seit November im Amt hier bin. Aber der FC, wir haben in 2022 im April zum ersten Mal diesen Nachhaltigkeitsspieltag gelebt. Und wir werden den zukünftig als festen Spieltag bei uns im Rahmenterminkalender auch zementieren im letzten Jahr.
hatten wir unter dem Motto Lebe nachhaltig auch die Rewe dafür gewinnen können, die Brust auch frei zu machen. Wir hatten mit euch verschiedene andere Aktionen, auch schon in 18, 19 zusammen mit der DKMS. Wir hatten die Tafel Deutschland unterstützt und insofern sind wir total froh und stolz, dass wir mit Rewe nicht nur einen Trikotsponsor und den wichtigsten Partner an der Seite haben, aus der Stadt und hier in der Stadt, sondern einen Partner, der immer wieder unter Beweis stellt, dass er eine eigene Haltung hat, dass er eine wichtige Haltung hat, die wir teilen. Wir erinnern uns alle noch an die Kapitel im November, Stichwort Katar, wo ich glaube, dass viele Mitarbeiter bei Rewe auch stolz waren, Arbeitnehmer zu sein bei der Rewe. Wir freuen uns total und für die Unterstützung, die wir mit euch haben an der Seite. Und es ist nicht selbstverständlich, dass man Werbeflächen frei macht, wo man viel Geld für zahlt, um im Grunde eine Markenbotschaft loszuwerden und dann immer wieder auch bereit ist im Dienste der guten Sache. Und das muss man als Fußballverein, darf man das immer tun, aber es ist nicht selbstverständlich, dass der Partner das immer mitgeht. Und deswegen, Lionel, ein großes Dankeschön an die Rewe, dass das Thema immer auch mit zu begleiten und diese Themen mit zu begleiten. Wenn man das immer gern, man sieht die 127.000 Mitglieder des FC, für die ist auch wichtig, klar, Fußball wie ich bin auch FC-Mitglied, aber klar, wenn wir auch sozial engagiert sein können in der Region, in der Stadt und ein paar gute Themen zusammen machen können, machen wir das immer sehr gern mit. Dann sage ich fürs Erste vielen, vielen Dank. Gibt es Fragen an die beiden Herren? Wichtiger ist Fußball. Ja, wartet keine Frage. Und vielen Dank. Dann sage ich vielen Dank zunächst an euch beide. Wir machen im Anschluss an den sportlichen Teil auch noch gemeinsam ein Foto mit Steffen. Steffen, deine erste Frage musst du jetzt ein bisschen warten. Wie gewohnt gerne ein, zwei Worte zum Personal. Ja, da gibt es einiges oder das was Neues. Jan Thielmann ist mittlerweile bekannt, wird ausfallen mit einer Muskelverletzung. Dazu gekommen ist Benno Schmitz, der krank ist. Da hoffen wir natürlich immer noch, dass es nicht ganz so dramatisch ist. Mal gucken, ob es morgen, dann übermorgen in den Kader schafft. Wir gehen davon erstmal nicht aus, sodass wir auch noch einen Kaderplatz dann frei haben werden von den Jungs, die auf dem Platz sind, wo wir dann gucken werden, wie wir diese Entscheidung dann treffen. Das wird also morgen erst passieren. Alle anderen sind soweit an Bord, sodass wir, ja, wenn ich jetzt sage, aus dem Vollen schöpfen, nicht ganz so, aber sodass wir aus meiner Sicht sehr, sehr gut aufgestellt sein werden, was das Spiel gegen Wolfsburg angeht. Alles Weitere dann am besten mit Ihren Fragen. Vielen Dank. Dankeschön. Guido Ostrowski für Radio Köln, legt los. Timo Hübers kehrt zurück nach seiner Gelbsperre. Kehrt er damit automatisch zurück in die Startelf? Wie sind die Überlegungen? Ja, er wird zurückkehren. Das glaube ich jetzt nicht nur, weil er vorher durchgespielt hat, sondern gilt für mich schon als derjenige, der da der ganzen Sache eine große Stabilität geht, hat vorher sehr gut gespielt. Und da sind die Reihenfolge aus meiner Sicht klar. Das heißt, Hübi und Jeff werden in der Innenverteidigung auflaufen. Ich glaube auch nicht, dass irgendjemand damit was anderem gerechnet hat. Dankeschön. Martin Sauerborn für die Kölnische Rundschau. Herr Baumgart, sollte Benno dann ausfallen, ist King erste Option als Rechtsverteidiger? Ja. Wird die erste Option sein und dahinter wird es dann schnell dünn. Da werden wir gucken, wie wir es dann machen. Da machen wir uns aber schon Gedanken. Kann ich aber dahinter dazu nichts sagen, weil natürlich keiner weiß, King hat die ganze Zeit jetzt nicht durchgespielt. Wir gehen davon aus, dass er es hinbekommt. Da sind wir jetzt gerade dabei zu überlegen, was wäre, wenn. Wir gehen erstmal davon aus, dass Benno das gut hinkriegt, aber Benno wird Nummer 1 sein. Gibt es weitere Fragen an den Coach? Oh, Feierabend. Gerne noch einmal Guido. Dann direkt zum Gegner, der VfL Wolfsburg. Zumindest was die Ergebnisse betrifft, sehr schwankend in dieser Saison. Sie hatten immer wieder mal eine etwas schwächere Phase, dann wieder eine ganz starke Phase. Sind super reingekommen ins neue Jahr mit einem 6-0, 5-0 gegen Freiburg Hertha. Jetzt haben sie nicht so gut gepunktet. Was erwarten Sie da für einen Gegner? Wie schwer ist Wolfsburg im Moment zu packen, einzuschätzen? Ja, jetzt geht es ja wieder darum, ich habe heute irgendwo lustigerweise gelesen, was wir angreifen. Wir greifen mal gar nichts an, bis auf, dass wir versuchen, die 40 Punkte zu kriegen. Und wer sich Wolfsburg den Kader anguckt und auch die Möglichkeiten des Vereins,
der weiß schon, was auf uns zukommt. Ja, und das, was die wenigsten auf dem Schirm haben, ist einfach, dass es die Mannschaft ist, die, was Intensität angeht, was Sprint angeht, was Tempoläufe angeht, was Arbeiten gegen den Ball angeht, die Mannschaft ist, die das am besten in der Liga macht. Das wird dann manchmal unterschätzt. Und dann auch nur von den Ergebnissen her, weil gegen Leipzig und Bayern kannst du verlieren. Ja, gegen Bremen geht es anderen genauso. Und Schalke hat jetzt, glaube ich, die letzten Spiele alle 0-0 gemacht. Also das sind jetzt keine Ergebnisse, die jetzt irgendwie für eine große Überraschung gesorgt haben. Eine Mannschaft, die eine sehr, sehr hohe Qualität hat. Aus meiner Sicht nicht vergleichbar mit dem Hinspiel sind, wo wir es aus unserer Sicht sehr, sehr gut gemacht haben. Schon viel weiter sind, auch in ihrem Anlaufverhalten. Sehr, sehr stark im Anlaufverhalten, sehr aggressiv im Anlaufverhalten. Und wenn du zu den Besten gehörst, und dazu zähle ich uns ja auch, dann weißt du, was da auf uns zukommt. Und dazu natürlich sehr, sehr gute Einzelspieler. Also da kommt eine Menge auf uns zu. Für mich ist es eine Mannschaft, die unter die eigentlich immer um die Champions-League-Plätze mitspielen müsste. Und ich finde, dass Nico das sehr, sehr gut hingekriegt hat, dass der eine sehr, sehr hohe Stabilität hingekriegt hat. Auch wenn wir über die Ergebnisse diskutieren können. Wenn wir gucken, gegen wen die Ergebnisse sind, dann wissen wir schon, dass das sehr, sehr viel auf uns zukommen wird. Gibt es weitere Fragen? Sonja Eich für den Geistblock. Das Mikro ist auf dem Weg. Noch eine Frage zum Personal. Wie geht es aktuell Christian Pedersen und Marc Uth? Können Sie da schon vorausschauen, wann die beiden ihre ersten Schritte wieder auf den Platz machen können? Nee, bei beiden nicht. Bei Marc kann ich ganz deutlich sagen, den habe ich jetzt fürs ganze Jahr auch ausgeplant, weil wir müssen da jetzt auch nicht in irgendeine Richtung gehen. Vielleicht noch die letzten Spiele, vielleicht auch nicht, weil ich finde, das bringt uns auch nichts. Der soll jetzt genug Zeit bekommen, jetzt wirklich auch gesund zu werden, sodass wir mit ihm dann auch in der Vorbereitung dann wirklich auch planen wollen. Das ist auch mein Gedankengang. Bedeutet, dass ich ihn jetzt komplett geplant habe. Das weiß er auch. Und bei Christian ist es so, dass es ja eine schwerwiegende Muskelverletzung war. Also das hat schon sehr viel Struktur oder sehr viel Struktur mit in Mitleidenschaft genommen. Da müssen wir abwarten, wie weit das dann wirklich alles geht. Haben heute gerade wieder einen Test gemacht, wo wir einfach merken, dass er noch nicht so weit ist. Und deswegen würde ich da jetzt keine Prognosen in diese Richtung geben, sondern einfach, dass wir abwarten müssen. Mirko Frank für die Bild-Zeitung. Gut, meinen Sie ganze Saison, nicht ganze Jahr, oder? Weil Sie ganzes Jahr gesagt haben. Ja, für mich ist das Jahr im Fußball immer im Sommer, klar, Entschuldigung. Nee, ist ja richtig, habe ich nicht ganz richtig ausgedrückt. Das Fußballjahr endet dann im Ende Mai für mich und dann hoffe ich, dass er dann zur Vorbereitung wieder einsteigt. Gerne noch einmal, Mirko. Frage zu David Selke. Er hat einen ganz guten Eindruck gemacht, finde ich, in dieser Woche im Training. Auch besonders heute ist er so weit, dass er jetzt in der Startelf stehen kann wieder? Oder? Ja, war es ja immer wieder. Er ist ja eher dann wieder mehr oder weniger ins Hintertreffen gekommen, weil er immer wieder kleinere Verletzungen hat. Und deswegen ist er natürlich, aus meiner Sicht hat er die Woche gut trainiert, haben aber auch meiner Sicht alle. Also ist er natürlich ein Kandidat, wie alle anderen auch. Also ob er jetzt aufläuft oder nicht, kann ich jetzt sagen, steht noch nicht fest. Wir werden sehen. Noch? Ne? No. Ich warte noch auf, ne? Gibt es weitere Fragen? Gerne noch einmal Martin. War das auch eine Meldung, Guido? Herr Baumgart, mit Tim Lempele hat ein Talent diese Woche seinen Vertrag verlängert. Warum ist das die richtige Entscheidung für seine Entwicklung? Oh, danke. Da wollte ich was in eigener Sache zu sagen. Das passt ganz gut, da wollte ich eigentlich bis zum Ende warten, aber dann kann ich das gleich machen. Tim Lempele hat nicht verlängert, um im Sommer ausgeliehen zu werden. Ich glaube, das muss jedem klar sein und ich weiß auch nicht, wer diese Information rausgegeben hat, dass wir uns eine Option offen halten, im Sommer eine Veränderung haben zu können. Das haben wir bei Dani Husin-Basic gemacht, das haben wir bei André Duda gehabt und so weiter und so fort. Das wird man immer haben. Aber Tim ist für mich ganz klar geplant, im nächsten Jahr noch mehr den Durchbruch zu schaffen. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass er auf der Stelle tritt. Er tritt überhaupt nicht auf der Stelle, hat für mich eine Riesenentwicklung gemacht. Das ist ein junger Spieler, der gerade jetzt im Moment aus meiner Sicht immer besser wird, auch immer klarer wird. Hat natürlich noch Defizite in der einen oder anderen Sache und deswegen freuen wir uns auch, dass er bis 25 hier unterschrieben hat. Und da geht es auch darum, dass ich bis dahin, ob jetzt bis 25, mein Vertrag läuft bis 24, ja, erstmal mit ihm dann auch mich freue, dann mit ihm arbeiten zu dürfen und ihn dahin zu bringen, wo ich einfach glaube, dass er hingehört. Er kann aus meiner Sicht ein sehr, sehr guter Bundesligaspieler werden und das wollen wir erreichen mit ihm. Und deswegen freue ich mich, dass er hier unterschrieben hat und das ist auch das Ziel. Und deswegen nochmal, überall, wo was drinsteht, er soll im Sommer ausgeliehen werden. Nein, das soll er nicht. Das bedeutet nicht, ja,
dass irgendwas nicht passiert, aber ich brauche nicht mit einem Spieler verlängern, den ich im Sommer wegschicken will. Also das ist, glaube ich, auch nicht gut, wenn wir noch ein halbes Jahr um die Bundesliga spielen und er weiß dann, dass er schon weggehen soll. Nochmal ganz klar, ich freue mich, dass er hier unterschrieben hat und ich möchte mit ihm arbeiten und am besten bis 25. Der 26 Punkte hat die Mannschaft zu Hause geholt. Wie viel hat das mit der Wucht auch von den Rängen zu tun, mit dem Zusammenspiel Fans, Mannschaft, was, glaube ich, ganz gut funktioniert im Moment? Ja, sagen wir mal so, ich finde es sehr ärgerlich, dass wir auswärts keine Punkte so viel geholt haben. Vielleicht sollten wir daran arbeiten. Nein, ich glaube, dass hier schon eine besondere Wucht entstehen kann. Das merkt man, glaube ich, auch von beiden Seiten. Das beginnt nicht nur bei uns, sondern es beginnt auch von draußen. Und wer das noch nicht weiß, es wird eine riesen Choreo aufgebaut, gerade im Stadion von unseren Fans, die über das ganze Stadion gehen soll. Und darauf sollten wir uns einfach freuen. Daran merkt man, wie eng im Moment alles dann auch zusammenarbeitet, wie eng wir dann auch den Fußball hier alle gemeinsam leben. Und das ist doch einfach schön. Und da merkt man dann schon, dass es vielleicht die eine oder andere Prozentzahl bei den Jungs dann auch freisetzt. Und wie gesagt, trotzdem freue ich mich über die gemachten Punkte hier. Aber ich würde mich natürlich auch über Auswärtspunkte noch mehr freuen. Nicht noch mehr freuen, aber freuen, wenn wir sie holen könnten. Dann werfe ich nochmal einen Blick in die Runde. Wenn es keine weiteren Meldungen gibt, wir erwarten einen ausverkauften Heimbereich. Vielen Dank an Sie drei. Und ich bitte dann noch Herrn Panther vorne, nach vorne fürs Foto. Dankeschön. Wo macht man das? Ja, ich würde so ein bisschen hier vor die... Natürlich kommen wir vor der Wand. Thank you.